Hi, meine Lieben, und willkommen auf diesem neuen YouTube-Channel Wine and Crime. Mein Name ist Jessie und dass du auf dieses Video geklickt hast, freut mich sehr. Und wenn dir gefällt, was ich zu sagen habe, dann klick doch gerne den Subscribe-Button oder lass mir einen Daumen nach oben da. Ein Comment in der Comment-Section unten drunter wäre auch ganz lieb. Und jetzt babbel ich nicht lange weiter, sondern würde sagen, wir steppen direkt in den ersten Fall. Der erste Fall, den ich mir ausgesucht habe, ist immer noch sehr aktuell. Im Sommer 2021 kam irgendwie keiner so richtig drumherum, was von dem Fall mitzubekommen. Er ging viral und auch auf TikTok und Instagram und keine Ahnung, sucht das irgendwie seinesgleichen, meiner Meinung. Es geht um Gabby Petito. Gabrielle Venora Petito wurde am 19.03.1999 in Blue Point, New York geboren und wuchs dort in einer liebevollen Patchwork-Familie mit 6 weiteren Geschwistern auf. Sie wird von ihrer Familie als lebensfroh, sehr liebevoll, artistisch begabt beschrieben und man hatte sie einfach sehr, sehr gerne um sich rum. Gabby mochte die Band Die Beatles sehr. Einer ihrer Lieblingssongs war Let It Be. Und in einem späteren Interview sagt dann auch ihre Mutter, das war quasi irgendwie so ihr Slogan auch, Let It Be. Im Jahr 2017 macht Gabby ihren Highschool-Abschluss und lernt dort auf der Bayport Blue Point New York High School ihren späteren Freund und dann auch Verlobten Brian Laundrie kennen. Die beiden sind nicht sofort verliebt und daten auch nicht gleich. Jeder macht so irgendwie sein Ding. Die haben einen gemeinsamen Freundeskreis, aber verlieren sich so aus den Augen bis zum Jahr 2019. Da finden die sich wieder, beginnen zu daten, sich zu verlieben und dann geht's auch Schlag auf Schlag. Denn Gabby wird mit Brian zu Brians Eltern nach Northport, Florida ziehen. Genau. Ganz schnell, ne? Und dort leben sie nun mit Brians Eltern zusammen unter einem Dach und die verstehen sich auch alle ziemlich gut. Beide gehen arbeiten und machen dann irgendwann einen Roadtrip durch Kalifornien und Nevada und besuchen da viele Sehenswürdigkeiten und Nationalparks. Den beiden gefällt dieser Roadtrip dermaßen gut, dass sie beschließen oder planen, eine Vanlife zu starten. Und darauf arbeiten sie hin. Das ist alles sehr durchdacht und sie sparen darauf hin. Und im Dezember 2020 kauft Gabby dann einen kleinen weißen Ford Transit Van, den sie gemeinsam mit Brian umbaut zu so einem schnuckeligen Wohnwagen. Also da ist dann ein Bett drin und eine kleine Ablage für Bücher und Klamotten und so ein Minitisch. Und auch vor dem Van haben die so eine Überdachung, wo die dann, glaube ich, auch draußen mit so einem Gasherd gekocht haben. Und es war wirklich, wirklich beneidenswert und super, super schön. Als sie dann fertig sind mit ihrem Van und mit ihrer Planung, soll es dann losgehen am 2. Juli 2021. Ihre Vanlife sollte in New York beginnen, denn Gabbys Bruder machte gerade seinen Highschool-Abschluss und den wollten sie dann irgendwie zusammen mit der Familie oben feiern und von dort oben ihren Roadtrip, ihre Vanlife beginnen. So starteten sie in New York City und fuhren durch die USA und besuchten die schönsten Plätze, die die USA zu bieten hat. Unter anderem den Monument Rocks, die Grand Sand Dunes und den Zion National Park. Das sind jetzt auch nur einige, die ich erwähnt habe, aber ihre Instagram-Pages sind gefüllt mit wunderschönen Bildern von den beiden und noch viel schöneren Kulissen im Hintergrund und auch die Captions sind immer sehr gewählt und süß, verspielt. Die beiden sehen super, super glücklich aus und an dem Punkt möchte ich noch erwähnen, dass Gabby halt diese ganze Vanlife, diesen ganzen Roadtrip so als Bloggerin in den sozialen Medien repräsentieren wollte, das Ganze aufnehmen wollte, online stellen wollte. Und so eröffnete sie auch einen YouTube-Channel, den sie Nomadic Static nannte. Im Übrigen kann man den immer noch auf YouTube aufrufen. Könnt ihr mal gerne machen, denn da sieht man, wie viel Mühe sie sich da gegeben hat. Der Kontakt nach Hause ist auch super gut, denn beide haben einen wunderbaren Draht zu Brians Familie als auch zu Gabbys Familie. Wie gesagt, die sind eine wunderbare, große Patchwork-Familie und verstehen sich
sich untereinander sehr gut, was ich wunderschön fand zu sehen. Am 12. August jedoch sollte in Moab, Utah ein Notruf eingehen von einem besorgten Bürger, der von einem Streit zwischen einem Mann und einer jungen Frau berichtete. Der Mann sollte handgreiflich gegenüber der Frau geworden sein und die beiden waren hektisch und stritten laut auf der Straße. Doch als mehrere Bürger aufmerksam wurden, stieg das junge Pärchen in ihren Ford Transit, der weiß gewesen ist und floridianische Kennzeichen hatte. Es dauerte nicht lange, bis die Polizei die beiden fand und auch bat, an den Straßenrand zu fahren. Man sieht auf den Aufnahmen, ich habe Bodycam-Footage, das werde ich euch jetzt auch gleich mal einblenden. Ich möchte jetzt nur mal kurz sagen, eine Art Triggerwarnung. Gabby ist sichtlich aufgelöst, sie weint sehr stark und das mag auf manche triggernd wirken. Es ist auch sehr unangenehm. Ich möchte euch einen kurzen Teil davon einblenden und dann erzähle ich weiter. Place your vehicle in the park and go ahead and turn it off for me. No, park? Oh, it isn't parked yet. Okay, turn off your engine. Go ahead and set your keys on the dash for me, all right? What's your guys' names? Gabby. I'm Brian. Gabby, Brian, okay. I was distracting him from driving, I'm sorry. Can I get you to step out of the vehicle for me, man? Yeah. Just hang tight right there. So 229, I have the female that was in the passenger seat separated from the male. Keys are on the hood. You want to tell me what's wrong? Yeah, I don't know. It's just, some days, I have really bad OCD. And I was just cleaning and straightening up back of the van before, and I was apologizing to him and saying, yeah. So you could, I got to call, you're okay. Sorry, I've never heard of this. I didn't know this was in Utah. When COVID happened, they switched all the court from in-person to online. So when I go to court now... Can I have a ticket for hitting the curb or something, please? Because we're okay. Like, we're just... I understand, but we don't have any... Like, listen, if I had any discretion in this, I would separate you guys for the day and just give you warnings to stop hitting each other. Tell me, what's going on? We see this gets worked up sometimes, and I try and really distance myself from her. So, like, I lock the car and I walk away from her. You know, what happened this morning is that she's trying to start up, like, her own little website blog and everything. So I give her time. We really had a nice morning, if anything, but she just got worked up because you're trying to get going and get her day going because you want to go, like, guards and stuff like that. Okay. You want to tell me about those scratches on your face? She had a cell phone in her hand. That's why I was pushing her away, because she wanted me, I locked the keys so I could walk away. I said, let's just take a breather and let's not, you know, go anywhere. Let's just calm down for a minute. She was getting worked up. And then she had her phone and was trying to get the keys to her. So I got away. I was just trying to, I know I shouldn't push, but I was just trying to push her away to go, let's just take a minute, step back and breathe. And we see if she got me with her phone. Ja, also wie ihr sehen konntet, ist Gabby sichtlich aufgelöst und noch bevor sie aus dem Wagen überhaupt aussteigt, entschuldigt sie sich und nimmt die ganze Schuld auf sich und sagt, ja, es war ein stressiger Morgen, bla bla bla. Jedenfalls werden die beiden getrennt voneinander befragt und Gabby kann sich kaum halten. Also die ist sichtlich aufgelöst. Und sie berichtet von einem Streit am Morgen, den die hatten und dass Gabby so einen kleinen Sauberkeitsfimmel hat und sie hätte den Van sauber gemacht und Brian käme dann mit sandigen Schuhen einfach in den Van. Daraufhin wäre sie ausgerastet und sie ist halt auch nicht immer leicht zu handeln. Und dann wäre ja da auch noch dieser YouTube-Channel und diese Instagram-Page, wo die sich total viel Mühe gibt und Brian sie halt null unterstützen würde, sondern er ihr sagen würde, dass sie das nicht kann, sie das nicht wirklich schafft. Brian hingegen, der ebenso von den Polizisten befragt wird, ist so lässig drauf, wie ihr gesehen habt. Also der grinst, der macht Witze und der hat mir mega Chris Watts-Vibes gegeben an diesem Punkt, ja, will ich erwähnen. Aber zu meiner Meinung irgendwie am Schluss. Jedenfalls sagt Brian an einem Teil der Befragung, dass sie verrückt ist. Also she's crazy, Gabby ist verrückt. Und ich meine, das hat auf mich auch schon so einiges
für mich auch so einiges ausgesagt. Aber okay, die beiden werden für diese Nacht von der Polizei getrennt. Brian wird in ein nahegelegenes Hotel untergebracht und Gabby verbringt die Nacht im gemeinsamen Van. Am nächsten Tag soll die Vanlife, ihr Roadtrip, wie gehabt weitergehen. Am 17. August wird Brian jedoch nach Florida zurückfliegen, um seinem Vater beim Ausräumen von so einem Storage-Lager zu helfen. Kommt dann aber einige Tage später, am 23. August, zurück und Gabby wartete derweil in einem nahegelegenen Hotel auf ihn. Am 25. August, nur zwei Tage nachdem Brian wieder zurückgekehrt ist und ihr Roadtrip fortgeführt wird, wird der letzte Instagram-Post von Gabby auf Instagram online gehen. In dem hält sie einen kleinen gehäkelten Kürbis und die Caption sagt Happy Halloween. An dem Tag wird sie auch ihre Mutter anrufen und sagen, dass die beiden auf dem Weg in den Grand Teton National Park sind. Zwei Tage später bekommt Gabbys Mutter eine merkwürdige SMS. Denn in dieser SMS schreibt Gabby, can you help Stan? I keep getting his missed phone calls and voicemails, was so viel heißt wie, kannst du bitte Stan helfen? Denn ich bekomme ständig seine verpassten Anrufe und Mailbox-Nachrichten. Stan war Gabbys Mutter schon ein Begriff, denn Stan war Gabbys Großvater, jedoch referierte Gabby nie mit seinem Vornamen zu ihm. Viele vermuten, und was Gabbys Mutter nicht wusste, war, dass Stan in den USA eine Art Codewort für Frauen in Not ist, dass die sich gerade nicht so ausdrücken können, wie sie möchten. Und Stan steht in dem Fall für Send the Authorities Now, also sende die Autoritäten jetzt, schick die Polizei oder halt die Zuständigen, ne? Schick Hilfe. Umgangssprachlich gesagt. Das fand Gabbys Mutter komisch. Sie wusste, wie gesagt, von diesem Code nichts. Und wir wissen ja auch nicht, wie Gabby das gemeint hat im Endeffekt. Und werden wir auch nicht herausfinden, leider. Am 30. August wird dann Gabbys Mutter die letzte SMS von Gabby bekommen. Und in dieser SMS schreibt Gabby, no service in Yosemite, also kein Empfang in Yosemite Park. Und danach hören sie nichts. Nach einigen Tagen fängt Gabbys Mutter an, sich Sorgen zu machen, wird aber von ihrem Mann, also Gabbys Stiefvater, beruhigt und auch von Gabbys leiblichem Vater wird sie beruhigt und es vergehen Tage und es vergehen jetzt auch zwei Wochen und Gabbys Mutter fängt an, bei Brian anzurufen, der auch nicht ans Handy geht und Gabbys Mutter versucht, Brians Eltern zu erreichen, die ebenso wenig ans Telefon gehen. Schließlich bleibt ihr nichts anderes übrig, als am 11. September die Polizei zu verständigen und ihre Tochter als vermisst zu melden. Am selben Abend, diesen 11. September, kommt die Polizei am Abend nochmal zu Gabbys Eltern zurück und wird ihnen mitteilen, dass Brian Laundrie schon seit dem 1. September wieder zurück bei seinen Eltern in Florida ist. Und auch der Van ist da, nur von Gabby fehlt jede Spur. Und das Allerschlimmste, was jetzt kommt, ist, dass die Eltern nicht mit der Polizei gesprochen haben und auch Brian hat nicht mit der Polizei gesprochen. Die hatten schon einen Anwalt da. Und dieser Anwalt verweigerte die Aussage. Also der sagte da auch nicht wirklich viel. Sie wüssten nicht, wo Gabby sei und sie haben dazu nichts zu sagen. Mehr oder weniger sowas in der Richtung. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass Gabbys Eltern außer sich sind vor Sorge und entsetzt und auch verletzt sind. Ich meine, die kannten diese Menschen und ihre Tochter lebte bei diesen Menschen und dieser junge Mann war mit ihrer Tochter unterwegs. Sie vertrauten ihm ihre Tochter an und nun spricht er nicht mit ihnen und spricht auch nicht mit der Polizei. Schließlich bleibt Gabbys Eltern dann nichts anderes übrig, als sich an die Öffentlichkeit zu wenden und sie geben Interviews. Und sie schreiben einen öffentlichen Brief an die Laundries und auch an Brian. Und in diesem Brief bitten sie die Eltern und sie flehen Brian an, ihnen zu sagen, was passiert ist, wo er Gabby gelassen hat, was in den letzten Stunden passiert ist, in denen sie zusammen waren. Und sie bekommen keine Antwort. Jedoch gehen die Bürger auf die Barrikaden, denn jeder ist sauer und für
jeden normalen Menschen ist es unverständlich. Und das Haus der Bryans wird nicht nur von der Polizei überwacht, sondern auch belagert von Bürgern, die auf die Barrikaden gehen. Und der Vorgarten der Laundries wird zum Denkmal für Gabby und dort werden Kerzen aufgestellt und Plakate aufgehangen und Menschen rufen laut durch Megafone und fordern Antworten für Gabbys Familie. Wo ist Gabby? Keiner weiß es. Obwohl das Haus der Laundries überwacht wird, gelingt es Brian irgendwie zu verschwinden. Denn am 17. September wird er von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Er wäre wandern gegangen, was ja auch nicht unüblich war für ihn. Er war, wie gesagt, auch sehr naturverbunden. Aber in so einer Situation wandern zu gehen, finde ich unverständlich und fanden auch die meisten unverständlich. Jedenfalls ist Brian jetzt auch von der Bildfläche verschwunden und keiner weiß, wo Brian ist und immer noch weiß keiner, wo Gabby ist. Brian wird seit dem 15. September jedoch schon als Person of Interest gehandelt. Jedoch noch nicht wegen dem Verschwinden von Gabby, also nicht direkt, sondern wegen dem unbefugten Benutzen ihrer Kreditkarten von etwa über $1,000. Und nun ist er verschwunden und die Polizei sucht und die Bürger suchen. Und kennt ihr noch Doc, den Kopfgeldjäger? Es gab früher auf RTL 2, meine ich, da gab es so eine Serie. Der hat da so Verbrecher eingesammelt fürs Gericht. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls hat sogar Doc, der Kopfgeldjäger, sich in dieser ganzen Suche engagiert und stand irgendwann bei Brians Eltern vorm Haus und klopfte da an die Tür und forderte ebenso Antworten. Doch er bekam auch keine. Und so geht die Suche weiter und am 19. September wird eine weibliche Leiche im Grand Teton National Park gefunden und dieser weibliche Körper gehört Gabby Petito. Gabby Petito. Der Autopsiebericht wird ergeben, dass Gabby durch Strangulation ermordet worden ist. Am 23. September, also etwa 4 Tage nachdem Gabbys Leichnam gefunden wurde, werden erst Beweismittel im Haus der Laundries gesichert und von Brian fehlt weiterhin jede Spur. Brian hat auch eine Schwester und deren Haus wird ebenso belagert und sie wird genauso massiv von den Medien und von ihren Nachbarn unter Druck gesetzt. Und sie gibt schließlich am 5. Oktober ein Interview, in dem sie sagt, dass sie genauso wenig weiß wie alle anderen auch und dass ihre Eltern selbst mit ihr nicht sprechen. Sie tat mir ehrlich gesagt auch sehr leid in dem Interview und ich habe ihr das auch abgekauft. Brians Eltern machen keine Anstalten, nach ihrem Sohn zu suchen. Sie müssen erst quasi gezwungen werden vom FBI, was nun auch in den ganzen Fall involviert worden ist. Und die üben Druck auf die Laundries aus. Und unter diesem Druck helfen sie dann der Polizei beim Suchen und bringen die halt zu verschiedenen Plätzen, wo Brian sich eben gerne aufgehalten hat, wenn er wandern oder campen gegangen ist. Sie landen dann schließlich im Carlton Reserve. Und am 20. Oktober, also knapp einen Monat, nachdem Gabbys Leichnam gefunden wurde, wird nun auch ein Leichnam im Maya Kahayachi Creek gefunden. Und die Überreste können nicht direkt identifiziert werden, denn das Gebiet, in dem der Leichnam gefunden worden ist, war zu dem Zeitpunkt überflutet und es war auch sehr, sehr, sehr heiß. Dementsprechend hat der Körper sich stark zersetzt und dentale Autopsieuntersuchungen ergaben schließlich dann, dass dieser Körper zu Brian Laundry gehört. Wie gesagt, war dieser Körper sehr stark verwest, sehr stark zersetzt und erst nach Wochen konnte man dann schließlich rausfinden und wurde dann auch öffentlich rausgegeben, dass Brian durch einen Kopfschuss ums Leben kam. Brians Eltern schweigen weiter und enthalten sich dem Ganzen. Gabbys Eltern gründen eine Foundation, eine Gabby Petito, die Gabby Petito Foundation, die Frauen in Not und Opfern von häuslicher Gewalt helfen soll und sie unterstützen soll, was ich ganz, ganz stark finde. Also sie haben in einer tragischen Art und Weise ihre Tochter verloren.
Sie wissen bis jetzt nicht wirklich, was passiert ist und müssen sich das Ganze irgendwie so zusammenreimen. Und da noch die Kraft zu finden, eine Foundation zu gründen. Also, ich find's einfach nur mega stark. In Interviews wird Gabbys Vater dann auch sagen, dass er das braucht. Also es tut ihm gut. Und das macht den Tod seiner Tochter dann irgendwie nicht ganz so sinnlos und hat dann irgendwie was Gutes herausgebracht. Ja, das war der Fall Gabby Petito. Ich sag euch jetzt nur mal ganz kurz meine unpopuläre Meinung. Ich denke ganz klar, dass Brian Gabby umgebracht hat. Und es gibt ja auch ganz viele, das habe ich jetzt bewusst ausgelassen, es gibt ja TikToker, die da an die Öffentlichkeit gegangen sind mit verschiedenen Footage und auch eine kleine YouTuber-Familie, die da ihr Footage mit eingebracht hat. Das habe ich bewusst ausgelassen. Nicht, weil es nicht an Wert irgendwie hat, aber ja, das hat jetzt auch so den Rahmen gesprengt und empfand ich jetzt nicht als ganz so relevant. Genau, das war der Fall Gabby Petito. Ich denke, dass er es war und sich dann im Nachhinein unter dem ganzen Druck das Leben genommen hat. Ich denke, seine Eltern haben ihm schon geholfen bei der Flucht und ich denke, vorerst war der Suizid seinerseits nicht so geplant. Ich denke, er wollte fliehen und ich denke auch, dass die Eltern davon wussten und ihm da behilflich waren und er sich irgendwann keinen anderen Ausweg mehr wusste unter dem ganzen Druck, auch unter dem die Eltern gestanden haben. Ja, und ich denke, er hat sich dann einfach deswegen das Leben genommen. Meine Meinung, unpopulär. Was denkt ihr? Lasst es mich gerne wissen. Interessiert mich brennend. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ich freue mich auf das nächste Video und ich hoffe, ihr euch ebenso. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye.